Wir zeigen Ihnen in den Videos dieser Reihe Übungen, die Rudolf Steiner 1912 unter dem Namen Nervosität und Ichheit in einem Vortrag gegeben hat. Es geht bei diesen Übungen um Engagement, Interesse und Freude am Leben. Im modernen Alltag sind wir alle davon betroffen, dass unsere Sinne immer einseitiger und immer weniger eingesetzt werden. Vor allem die körperverbundenen Sinne wie der Tast, der Gleichgewicht oder der Bewegungssinn sind passiv, während sich zum Beispiel der Seh- und der Hörsinn in einer permanenten Überaktivität befinden. Das führt zu Überlastungen, die verschiedene Nervositätssymptome auslösen können. Das Zusammenwirken des Denkens mit dem Gefühl und dem Willen ist erschwert. Durch die reduzierte Sinnesaktivität verlieren wir den Zusammenhang mit dem Sinn vom Leben. Stimmungen und Beziehungserfahrungen, innere Bilder, aktive gedankliche Verknüpfungen führen uns in die seelisch-geistige Ebene hinter den Dingen. Auch das sind Sinneswahrnehmungen. Fehlt diese Brücke von den Sinneswahrnehmungen der äußeren Dingen zu dem, was sinnlich hinter den Dingen auch erspürbar ist, verlieren die Nerven ihre reale Grundlage. Sie werden einseitig aktiv und entwickeln Störungen. Man wird unruhig, zwanghaft, schlicht nervös. Die sogenannten Nervositätsübungen bestehen aus 7 Sequenzen mit je einer praktischen Alltagsübung und einer eurythmischen Übung. In den 3 ersten Übungen geht es darum, Zugang zum Gewordenen, zur Erinnerung zu finden und selbstbewusst damit umzugehen. In der 4. Übung lerne ich mich und meine Ich-Kraft kennen und wie sie durch Aufmerksamkeit stark wird. In den letzten 3 Übungen aktiviere ich mein persönliches Entwicklungspotenzial. Ich bin tätig, ohne mich in der Welt zu verlieren. Wir lernen an diesen Übungen, unser Gedächtnis zu verbessern, die körperliche Befindlichkeit zu verbessern, beweglicher im Denken zu werden, erleben wie andere uns sehen, mit unseren Wünschen bewusster umzugehen, Sicherheit bei Entscheidungen auszubilden und in alltäglichen Situationen frei aus der Sache heraus zu urteilen. Die Übungen bauen aufeinander auf und wir empfehlen sie der Reihe nach 1 bis 2 Wochen lang durchzuarbeiten. Sie bestehen aus je einer praktischen Alltagsübung und einer ergänzenden eurythmischen Übung. Beides zeigen wir in separaten Videos. Die zugehörigen Nervositätsformen werden ebenfalls in Videos vorgestellt von Harald Haas. Mit diesen Übungen entwickeln Sie Präsenz beim alltäglichen Tun. Es entsteht Freude, Interesse und Engagement, auch für die alltäglichen Dinge.